Hallo, ihr Lieben, ich mach mir mal eben die Haare schön hier. Aber egal, es geht los hier mit der neuen Folge von Let's Play Luigi's Mansion 2. Ich habe heute ein richtig cooles Thema für euch, das ist halt für Leute mal interessiert. Interessant ist, genau, das ist mal für ein paar Leute hier interessant ist. Wir sprechen heute über Luigi's Mansion 2, wie das Spiel aussehen wird. Ich nehme es gerade tatsächlich so 2, 3, 4, 5, 6 Stunden vorher auf, bevor die Direct anfängt. Die am 12. Juni oder am 11. Juni, heute ist der 11. Juni, genau, so ist das dann. Ja, genau. Ich nehme es gerade am 11. Juni 2019 auf und ich wollte mal davor noch ein bisschen drüber sprechen, wie man das mit Luigi's Mansion 3 alles klären kann, was man halt alles damit machen kann. Was mir halt alles wichtig ist für Luigi's Mansion 3, was ich mir halt wirklich sehr, sehr wirklich wünsche. Das kann ich auch mal jetzt erklären, so ein bisschen. Deswegen wünsche ich euch auch viel Spaß. Ist übrigens in guter 4K-Grafik hier. Ich versuche alles zu regeln. Nein, ich übertreibe es, ich weiß. Aber Luigi's Mansion 3 könnte wirklich auch in 4K laufen auf der Switch. Wir sehen, meine Lieben. So, und ich würde sagen, wir machen mal hier uns wirklich bereit für diesen coolen, krassen Part hier von Let's Play Luigi's Mansion 3. 2, meine ich, Entschuldigung. Es ist ja Luigi's Mansion 3. 2. Es ist Luigi's Mansion 3. In guter Gespräch Sache hier. Wir spielen Luigi's Mansion 3 und das ist halt Luigi's Mansion 3, was ich gleich hier alles erwähne, ihr Lieben. Nicht wundern, wir sprechen nicht über Luigi's Mansion 3. Lange, wir sprechen nämlich ganz kurz nur mit Luigi's Mansion 3. Genau, wir sprechen einfach über dieses Spiel so ein bisschen in ganz kleinen Happen. Sprechen wir einfach darüber, genau. Ja, ich wollte mir mal ich wollte mir einfach heute mal so richtig was gönnen und ich wollte mir einfach mal heute was so erklären lassen von mir selber, ja, weil ich noch selber wissen, wie ich das halt so will und deswegen erkläre ich das einfach jetzt aus meinem Mund, wie ich mich wirklich darüber freuen könnte, wie ich mich halt sehr darüber freuen würde über Luigi's Mansion 3. Deswegen labern wir auch ein bisschen jetzt über dieses coole Spiel, das auf jeden Fall auf der 3 heute angekündigt werden wird, weil es wurde schon angekündigt und jetzt wird halt nochmal angekündigt, wann das halt rauskommt und wann das Release halt ist. Ich bin wirklich sehr gehypt. Ich kann zwar die 3 nicht streamen, aber bestimmt werde ich irgendwann die DI streamen können. Ja, bestimmt kann ich irgendwann die DI E3 streamen können, aber heute nicht. Ist aber auch egal, ihr Lieben, Leute. Ich wollte euch nur sagen, dass ich mir wirklich wünsche, dass es mal wieder so viele WLAN gibt wie auch hier in diesem Spiel, weil mehr zum Beispiel diese einzige WLAN bei Luigi's Mansion, ja, für 3DS oder auch für GameCube nicht so gut gefallen, meiner Meinung nach, weil ich fand, das ist so eintönig. Also mir gefällt auf jeden Fall das besser, wenn man halt mehr WLAN hat, wie halt hier in Luigi's Mansion 2. Vielleicht nicht so viele wie bei Luigi's Mansion 2, aber vielleicht so 3, 4 wäre gut auf jeden Fall. 3, 4, 5 Bosse, also pro Haushalt ein Boss. Das würde ich halt feiern, wirklich. Das würde ich sowas von feiern. Und das ja auch einfach eins meiner Lieblingswünsche für dieses Spiel. Halt wirklich mehr, vielleicht einfach mal mehr, ein bisschen mehr Action. Das würde ich mir wirklich sehr viel wünschen für dieses Spiel. Vielleicht noch, neue, Erkundungen. Vielleicht mal so einen dunklen Wald mal so ersetzen. Vielleicht nicht immer nur nicht immer nur im Haus sein. Oder auch nicht immer nur in so einer alten Hütte erkunden, auch mal vielleicht draußen erkunden. Das würde ich mir auch wirklich sehr wünschen. Vielleicht mal so in einen richtig dunklen Wald gehen und da mal erkunden. Das würde ich mir wirklich sehr wünschen. Wie gesagt, nicht immer nur Haus, auch mal draußen was machen. Vielleicht mal so ein ganzes Level mal ganz im Wald verbringen. Friedhof und sowas. Das wäre echt krass. Das würde ich mich wirklich glücklich machen. Sehr schön. Das will mich wirklich glücklich. Marien. Und ich glaube, das wäre auch mal was ganz Neues für die ganzen Fans unter Luigi's Mansion. Das würde ich, glaube ich, auch.
jeden, glaube ich. Das würde ich sogar jeden, fast jeden Menschen würde ich das auf jeden Fall auch am Herzen legen. Dass es halt auch jeden Menschen gefällt. Ich glaube, was mögen auch viele Menschen sowas. Im dunklen Wald halt erkunden. Ich weiß aber nicht, ob es dann auch ab 12 ist, aber was denkt ihr? Ich weiß nicht. Ich glaube, es muss ab 6 sein. Ich glaube, viele möchten es ab 6 haben, aber ich weiß nicht, ob dieser 3S-Teil schon so ab 6 ist. Hier, der 3S-Teil, der war schon sehr knapp ab 6 USK freigegeben. Und deswegen möchte ich auch einfach jetzt das Video beenden. Ich weiß nicht, ob ab 12 dieses Mal das Luigi's Mansion 3 Spiel verfügbar ist. Es kann natürlich auch mal auch sein, dass es ab 6 ist oder ab 12 ist. Ich denke mal ab 6, weil viele wünschen sich auch als Kleinkind ein spielbares Luigi's Mansion 3. Deswegen verstehe ich es auch. Gut, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich bin ein guter Aufnehmer hier. Ich weiß das ja, ich wollte es nur im Stress machen. Weil ich einfach ganz gerne mal Stress machen. Egal, ich bin weg. One up. Euer Hübi. Euer Timmy Coffee. Euer Timmy Cocky. Okay, okay, Cocky. Bis zum nächsten Mal und ciao für euren Dank für eure Aufmerksamkeit.